Mit Wasser wird doppelter Profit gemacht. Profit für General Dassault, Vivendi, Nestlé, Danone und andere multinationale Konzerne wie Coca-Cola. In manchen Ländern wie in Afrika ist das einzige Wasser, das man trinken kann, Coca-Cola. Boisson pure, propre, c'est Coca-Cola. On ne peut pas marchandiser. Man kann die fundamentalen Elemente des Lebens nicht vermarkten. Man kann nicht die Luft, das Wasser, das Wissen, die Erziehung und die Gesundheit vermarkten. Wenn wir die Privatisierung des Wassers akzeptieren, akzeptieren wir die Vermarktung des Lebens. Wasser. Selbstverständliche Grundlage unseres Daseins, ohne das Leben nicht denkbar ist. Zum Trinken, Kochen, für Landwirtschaft und Industrie. Die Versorgung der Menschen mit Trinkwasser und die Abwasserentsorgung war jahrhundertelang selbstverständliche Aufgabe der kommunalen Wasserwerke. Das ist heute in vielen Regionen längst anders. Die finanzielle Notlage der Kommunen hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass immer mehr Städte die Wasserversorgung verkaufen wollen. Und es finden sich sofort Interessenten, die großen Wasserkonzerne. Marktführer, die beiden französischen Konzerne General Dassault Vivendi und Suez Lyonnais Andeaux. Nachdem RWE die britische Firma Thames Water gekauft hat, ist das deutsche Unternehmen weltweit die Nummer 3 im Wassersektor. Wasser ist zum großen Geschäft geworden. Aber die großen Konzerne kommen sich selten ins Gehege. Man teilt sich den Markt. Der Wasseranteil im RWE-Konzern macht insgesamt einen Umsatz von 20% aus, trägt aber über ein Drittel zum Gesamtergebnis bei. Wir haben erkannt, insbesondere durch die Akquisition im Jahr 1997 in Budapest, weitere Akquisitionen in Berlin und Zagreb, dass der Wasserbereich ein Wachstumsmarkt darstellt und dass letzten Endes wichtig auch für ein privatwirtschaftliches Unternehmen langfristig angemessene Renditen erzielt werden können. RWE-Gewinn im Jahr 2002 im Wassersektor ca. 400 Millionen Euro. Überall in Deutschland und Europa gehen die großen Konzerne auf Einkaufstour. In Berlin sind mittlerweile 49% der Wasserversorgung an ein Konsortium von RWE und dem französischen Konzern Vivendi verkauft. Zentrales Standbein für die Expansion in Richtung Osten. Also die Berliner Wasserbetriebe waren als Anstalt des öffentlichen Rechts auch schon sehr erfolgreich. Es ist ja das größte Wasserunternehmen in Europa, glaube ich. Aber die Unternehmen, die jetzt den Betrieb zur Hälfte übernommen haben, sind zwei internationale Player. Vivendi ist der größte Anbieter von Wasser. Und daneben RWE hat über Thames Water eben auch sehr viel Kompetenz. In erster Linie aber geht es um zusätzliche Einnahmen für die Kommune. Überall die gleichen Erfahrungen. Nach der Privatisierung gehen die Preise in die Höhe. In Berlin sind die Wasserpreise im Privatisierungsvertrag noch bis Ende 2003 gebunden. Danach werden sie sicherlich steigen. Es gibt noch keinen Beschluss, weder im Aufsichtsrat noch beim Land Berlin oder bei anderen Institutionen. Aber von der Planung her, um die Kosten relevant zu machen, müsste eine Preisanhebung bis zu 50% erfolgen, um das alles kostendeckend zu machen auf der einen Seite und andererseits die Rendite für die Privaten wie auch dem Land Berlin zu ermöglichen. Nach der Übernahme der Wasserversorgung soll natürlich zunächst einmal der Einkaufspreis von fast 2 Milliarden Euro erwirtschaftet werden. Gespart wird vor allem durch Personalabbau. Und die jährlichen Investitionen von bisher 400 Millionen Euro werden halbiert. Mit diesem Investitionsvolumen von 800 Millionen Mark haben wir in Berlin und Umland
Die mittelständische Bauwirtschaft unterstützt durch Vergabe von Aufträgen. Das waren bis zu 10.000 Arbeitsplätze gewesen. Das ist das externe Arbeitsplatzbedürfnis oder Befindlichkeit. Intern, na klarer Fall, wenn ich nicht mehr investiere, dann muss ich nicht mehr planen und bauen schon gar nicht mehr. Das heißt, auch intern fallen dann Arbeitsplätze weg von Ingenieuren, die planen und so weiter. Heute werden die notwendigen Arbeiten in vielen Fällen durch Tochterfirmen der großen Konzerne durchgeführt. Das heißt, die Gelder fließen in die eigene Tasche. Millionen Liter Wasser lagern in den unterirdischen Wasserspeichern von Budapest, mit denen die Menschen der Hauptstadt tagtäglich versorgt werden. Durchschnittlicher Verbrauch? Ca. 130 Liter pro Person pro Tag. Vor 5 Jahren wurde die Wasserversorgung von Budapest zu 25% von einem Konsortium von RWE und dem französischen Multi Suez Lyonnais Andeyo gekauft. Mit der Marktwirtschaft kam auch der Wasserpreis. Heute bezahlen die Ungarn ein Vielfaches mehr als zu sozialistischen Zeiten. In den nächsten Jahren soll es weitere Preissteigerungen geben. Auch hier war nach der Privatisierung der erste Schritt ein massiver Personalabbau. 4 Jahren haben hier 4.000 Menschen gearbeitet. Heute sind es weniger als 1.500. Ich denke, dass wir in den nächsten Jahren sehr erfolgreich sein werden. Und zwar einerseits mit dem Wasserpreis, das ist sehr wichtig für die Menschen. Und außerdem wird es ein lohnendes Geschäft für die Investoren. Nicht nur was den Profit betrifft, sondern auch als Referenz für weitere Privatisierungen in der Zukunft. Auch der Partner RWE ist durchaus zufrieden mit der Geschäftsentwicklung. Wir sind ein betriebswirtschaftlich orientiertes Unternehmen, das am Markt, nämlich am Budapester Wassermarkt, arbeitet. Aber Sie wollen ja auch Gewinn machen. Wir wollen natürlich auch, wir sind Investoren, wir sind Privatinvestoren. So sehen wir natürlich auch unsere Chance und nicht nur hier in Budapest, sondern auch in anderen Städten hier in Ungarn und auch in anderen möglichen EU-Beitrittskandidaten. Die Strategie? Von Budapest aus sollen die Aktivitäten auf ganz Osteuropa ausgeweitet werden. Klar ist aber, die Konzerne sind nur da interessiert, wo es sich finanziell lohnt. Und das ist nur in den größeren Städten der Fall. Ungarn ist ein sehr interessantes Land, ein Zugangstor zu ähnlichen Ländern. Es ist wirtschaftlich etwas fortgeschrittener. Die Menschen sind gewöhnt, hart zu arbeiten. Mit unserer technischen Unterstützung gibt es hier sehr beeindruckende Fortschritte.